Ask the Expert, heute mit Melchior. Melchior, du bist Profi, was Steuern für Selbstständige angeht. Warum? Tatsächlich, weil ich mich, als ich sehr jung war, selbstständig gemacht habe, kein Gewerbe angemeldet habe, keine Buchhaltung gemacht habe und keine Steuern gezahlt habe und mir das natürlich auf die Füße gefallen ist und ich dann angefangen habe zu recherchieren, was muss man eigentlich in Deutschland wissen, um sich selbstständig zu machen. Und da ich noch jung war, war das auch die Zeit, wo man sich mit der beruflichen Ausrichtung beschäftigt. Und dann dachte ich, na gut, dann lese ich halt mal die Spielregeln, wie Selbstständigkeit in Deutschland funktioniert. Und die Spielregeln, die lernt man in den Steuergesetzen. Sehr gut. Und was ist das, was du bei Selbstständigen als das Problem Nummer eins zum Thema Steuern siehst? Wir in der Steuerberatung nennen das tatsächlich Management bei Kontostand. Man hat viel Geld auf dem Konto, gibt dann viel aus und dann hat man irgendwann wieder weniger Geld auf dem Konto und gibt wenig Geld aus. Und das ist extrem gefährlich. Um ein kleines Beispiel zu geben, wenn man als Angestellter 5.000 Euro verdient brutto, bezahlt einem der Arbeitgeber 3.000 Euro, man gibt 3.000 Euro aus und wartet aufs nächste Gehalt. Gar kein Problem. Wenn man als Selbstständiger 5.000 Euro verdient, bekommt man nicht 3.000 überwiesen, sondern 6.000, weil man kriegt die 5.000 Euro plus Umsatzsteuer. Ausgeben sollte man trotzdem nur 3.000, weil man ja die gleichen Kosten hat für Sozialversicherung und Steuern, nur dass man sich selbst drum kümmern muss. Und das Problem ist, das wird nicht monatlich abgezogen, sondern quartalsweise, nächstes Jahr, rückwirkend, in 2 Jahren für nächstes Jahr oder letztes Jahr. Es ist super verwirrend. Und da einen Überblick zu behalten, wie viel Geld auf dem Konto gehört eigentlich mir und wie viel mit dem Finanzamt eigentlich oder der Krankenversicherung, das ist tatsächlich ein riesengroßes Problem und das schlägt tatsächlich nach ungefähr 3 Jahren das erste Mal so richtig zu. Und das ist einer der Gründe, warum viele Selbstständigkeiten, vor allen Dingen erfolgreiche Selbstständigkeiten, so nach 2, 3 Jahren dann plötzlich nicht mehr da sind. Und wie löst man das Problem am besten? Indem man möglichst akkurat zeitnah weiß, wie sieht eigentlich gerade mein Gewinn aus und indem man konsequent Steuern zur Seite legt. Und dafür muss man erstmal wissen, wie hoch ist der eigene Steuersatz. Da gibt es einen kostenlosen Rechner auf der Seite des Bundesministeriums der Finanzen. Also gerne einfach mal BMF-Steuerrechner googeln. Da gibt man einfach mal seinen Gewinn an und dann kriegt man so einen Prozentsatz und dann nimmt man den Durchschnittssteuersatz und legt das idealerweise jeden Monat einfach zur Seite. Klar muss man Buchhaltung machen und so, aber wenn man das schon mal gemacht hat, ist das die Grundvoraussetzung, die Lebensversicherung eigentlich, um langfristig im Markt zu bleiben. Okay, und das heißt aber, wenn ich jetzt schwankende Umsätze habe, was viele Solo-Selbstständige logischerweise Monat für Monat haben, gehe ich jeden Monat dahin und rechne das dann aus und lege das Geld zur Seite? Oder wie mache ich es ganz praktisch? Ja genau, also man zahlt ja seine Steuer immer auf das Jahreseinkommen und ich würde immer das Jahreseinkommen hochrechnen. Also wenn Januar rechne ich natürlich mein Januargewinn mal 12, im Februar rechne ich dann mein Gewinn aus Januar, Februar mal 6 und so weiter und versuche so dann immer mein Jahresgewinn so hoch zu rechnen und das trage ich dann in diesen Rechner ein und lege dann davon die Prozentzahl zur Seite. Man hört immer so Faustformel von 30% oder 50%. Ich muss ehrlicherweise sagen, als ich mich selbstständig gemacht habe, die ersten Jahre, ich wäre niemals in der Lage gewesen, konsequent 30-50% meines Gewinns zur Seite zu legen. Das brauchte ich, um meine Miete zu bezahlen und den Kühlschrank zu füllen. Das war dann irgendwann später möglich. Von daher würde ich immer versuchen, ja, mein zu erwarteten Jahresgewinn hochzurechnen und den Betrag zur Seite zu legen. Was ist eine zweite Sache, die du immer wieder siehst, die falsch gemacht wird? Tatsächlich bei der Gründung, wenn man sich selbstständig macht, der größte Fehler, also Geburtsfehler, der entsteht ganz am Anfang und zwar, ob ich Freiberufler oder gewerblich bin. Weil in Deutschland gibt es ja 2 unterschiedliche Arten von Selbstständigkeit und keiner sagt einem, was das Richtige ist. Freiberufler melden sich direkt beim Finanzamt an, Gewerbetreibende direkt beim Gewerbeamt, aber weder das Gewerbeamt noch das Finanzamt teilt einem mit, dass man gerade falsch ist, wenn man gerade das Falsche tut. Sondern es sind halt einfach, um es mal böse zu sagen, einfach Beamte, die bearbeiten den Fall dann halt einfach. Die hinterfragen gar nicht, ob dieser Fall gerade überhaupt richtig auf dem Schreibtisch liegt. Das heißt, es gibt keine zentrale Anlaufstelle. Deswegen die wichtigste Frage in der Gründung ist erstmal, wer bin ich eigentlich? Bin ich eigentlich gewerblich oder freiberuflich? Und sich dann richtig anzumelden. Und dann gibt es natürlich eine ganze Reihe an Wahlrechten und so weiter. Aber überhaupt erstmal das Grundsetup ist extrem wichtig, sich darüber klar zu werden, weil sonst daraus ergeben sich diverseste Folgeprobleme, wenn man plötzlich irgendwie Bilanz erstellt, weil man sich als Gewerbetreibender angemeldet hat, obwohl man Freiberufler ist zum Beispiel. Deswegen ganz, ganz wichtig am Anfang erstmal recherchieren, dass man da keine Fehler macht. Okay, und wie empfiehlst du den Leuten ganz praktisch zu recherchieren? Weil jemand, der anfängt, ist meistens ja von dem ganzen Thema total erschlagen. Viele haben mit dem ganzen Thema überhaupt nichts am Hut gehabt vorher. Und auf einmal ist dieses, okay, ich muss mich um Finanzen und Steuern kümmern. Wie gehe ich dieses Thema eigentlich an? Ja, also in der Theorie wäre ein sinnvoller Gang der Gang zum Steuerberater. In der Praxis ist es aber ganz häufig so, wenn man sich selbstständig macht und einen Steuerberater sucht,
man findet einfach keinen. Also Steuerberater nehmen ganz selten Kleinstmandate, die gerade so gründen. Und für Steuerberater sind so Einzelunternehmen immer erstmal Kleinstmandate. Und da klar, da gibt es einige Bücher, Gründerratgeber. Es gibt inzwischen zum Beispiel meinen Kanal auf YouTube, wo man genau die Schritt-für-Schritt-Anleitung bekommt. Und es gibt tatsächlich auch ein paar Gründer-Webseiten für Gründer beispielsweise. Da gibt es gute Anleitungen. Und da sollte man auch wirklich darauf achten, wie renommiert oder wie professionell arbeiten diese Seiten, weil das Steuerrecht ändert sich laufend und es gibt im Internet einfach auch viele Quellen, die sind einfach veraltet und damit dann auch nicht mehr korrekt. Ich kann euch wirklich nur empfehlen, wenn ihr Fragen dazu habt zu dem ganzen Thema, Melchiors Content auf YouTube ist mega und er hat auch ein ganz großartiges Buch geschrieben, Selbstständig machen, wenn ihr gerade dabei seid zu gründen. Es ist wirklich umfangreich und eine super gute Anleitung. Aber wo tauschen sich die, oder gibt es auch eine Plattform, wo sich Leute gut austauschen können? In der Form einheitlich irgendwie nicht. Es ist eigentlich auch schade. Eigentlich bräuchte es viel mehr Ort, wo sich Selbstständige austauschen. Das gibt es bei Angestellten immer, aber es gibt doch relativ wenig Gruppe, wo man sich informieren kann. Es gibt wenig Lobbyismus, deswegen ist es so super cool, was ihr auch macht als Jimdo. Bräuchte es viel mehr. Es hilft natürlich immer, andere schon bestehende, also erfolgreiche Selbstständige zu fragen, wie sie es gemacht haben. Aber so die eine Gruppe, wo man hingeht, wo man dann viele findet, fehlt. Viele der Selbstständigen produzieren ja Content, um damit Aufmerksamkeit und Reichweite zu erzielen. Was sind deine Tipps, wie man am besten startet? Der wichtigste Tipp ist, dass man sich erstmal darüber Gedanken macht, für wen mache ich das gerade? Ich sehe ganz viele Leute, die allen möglichen Content produzieren und dann gibt es ein Video, was relevant ist für eine ganz andere Zielgruppe als für die anderen. Man muss sich aber immer vorstellen, man hat ja eine Followerschaft und einmal Abonnenten. Und ich habe das erst vor ein paar Tagen gehört und fand diesen Vergleich sehr schön. Dieses Abonnieren von Content ist so ein bisschen wie so ein Vertrag. Und wenn ich einer Person folge, weil er mir Inhalte und Mehrwert in einem bestimmten Bereich gibt, fühle ich mich enttäuscht, wenn plötzlich als nächstes Inhalte für jemand ganz anderen kommen. Das heißt, immer vom Zuschauer ausdenken und zu überlegen, was sind da die größten Schmerzpunkte und idealerweise mit den größten Schmerzpunkten anzufangen und die dann optisch, visuell, ansprechend so aufzubereiten. Aber auf gar keinen Fall hin und her springen bei der Zielgruppe und idealerweise auch nicht bei den Themen zu sehr. Okay, und viele fangen ja schon oder überlegen dann auch so, okay, welchen Kanal bespiele ich denn? Was sind denn da deine Tipps? Erstmal sollte man sich über den Charakter von Kanälen Gedanken machen. Die funktionieren alle so ein kleines bisschen anders. Ich habe mich für YouTube entschieden, weil YouTube extrem langlebig ist. YouTube ist nicht nur ein soziales Netzwerk, sondern eine der größten Suchmaschinen überhaupt. Man sagt immer, die zweitgrößte Suchmaschine. Das heißt, ich kann sehr langlebigen Content auf YouTube produzieren und wenn ich ein Video heute aufnehme, kann das in 3 Jahren noch Aufrufe bekommen. Das ist zum Beispiel auf Instagram nahezu unmöglich, auf TikTok eingeschränkt möglich und diese Dynamiken von der Plattform, die sollte man sich erstmal überhaupt klar machen und sollte dann auch schauen, passt das eigentlich zu der Art und Weise, wie ich als Charakter auch funktioniere. Wenn ich zum Beispiel auf einer Plattform bin, die jeden Tag einen Upload braucht, dann sollte das nicht ein Problem sein. Was bei mir ein Problem ist, wenn ich mich committe zu etwas, jeden Tag immer etwas zu machen, das ist nicht meine Stärke und deswegen wäre zum Beispiel so ein Instagram auch einfach nicht meine Plattform, weil da ist das gerade wichtig. Bei dir, in deinem Fall ist es ja wahrscheinlich auch so, du machst Steuern, da braucht man einfach Länge, oder? Um es das Thema nahezubringen. Auch ein Grund für YouTube? Ja, auf jeden Fall. Also es funktioniert deutlich besser, wenn man 10 Minuten Zeit hat zum Beispiel. Aber es gibt auch gute Beispiele. Steuerfabi auf TikTok, der macht das Weltklasse gut. Es geht halt ganz viel Details verloren. Und es ist tatsächlich auch so, wenn ich die Kleinunternehmerregelung erkläre, ich kann das in 60 Sekunden, da gehen viele Informationen vorbei. Ich kann das in 10 Minuten erklären, gehen auch Informationen vorbei. Wenn ich es vollständig alles behandeln möchte, dann würde ich wahrscheinlich 6 Stunden drüber reden. Aber das muss man halt einfach aufteilen. Bei YouTube gefällt mir das sehr, dass man halt in den Videos weitere Videos verlinken kann. Und das mache ich auch in fast jedem Video, dass es dann vertiefende Videos in den Videos verlinkt gibt. Und das funktioniert auf den meisten anderen Plattformen tatsächlich auch nicht. Viele von den Solo-Selbstständigen sind nicht per se Content-Kreatoren, so wie du das bist, sondern die machen das ja quasi, um Reichweite für ihr Business zu erzeugen und wählen danach dann auch die Plattform aus. Eine Schwierigkeit, die ich immer sehe bei denen, in die sie reinlaufen, ist, dass das im Alltagsgeschäft natürlich untergeht, weil sie dann denken, okay, eigentlich muss ich mich jetzt um mein Business kümmern. Was ist denn da dein Tipp? Mein Tipp ist, und das ist vielleicht nicht überraschend, wenn ich das sage, ich würde
anfangen, mich mit der Community, mit der Zielgruppe zu beschäftigen, eine Community. Und idealerweise würde ich erst die Reichweite aufbauen. Und dann hat man einen sehr engen Draht, man hat ein extrem gutes Gefühl über die Schmerzpunkte von der Community und überlegt sich dann anschließend erst, was ist eigentlich mein Produkt und mein Angebot. Weil dann hat man schon so eine enge Bindung zu der Zielgruppe und die folgen einem schon, die haben schon das Vertrauen. Dann daraus ein Angebot und Produkt zu entwickeln, ist viel, viel einfacher, als erst eine Lösung zu haben und dann die Leute zu suchen, die das Problem haben. Okay, verstanden. Dann noch eine Frage, mit denen sich, glaube ich, wirklich viele beschäftigen, ist Authentizität versus Professionalität. Ja? Wie professionell müssen die Sachen denn sein, die ich publische? Idealerweise nicht zu sehr. Man sieht tatsächlich, hochwertig produzierte Videos funktionieren deutlich schlechter als authentische. Also lieber mit irgendeinem Smartphone im Selfie-Modus was filmen. Man kann schon auch so sagen, dass guter Ton immer wichtiger ist als ein gutes Bild, weil wenn der Ton schlecht ist, dann springen die Leute schnell ab. Aber da reicht ein einfaches Smartphone, was man überall bekommt, vollkommen aus, um zu starten, weil es ist ein Social Media. Das heißt, es geht um die soziale Verbindung zwischen Zuschauer und dem Creator. Und wenn das zu professionell ist, dann ist es kein Social Media, dann ist es nur noch Media. Und dann verliert man ehrlicherweise als Einzelperson so ein kleines bisschen den USP. Weil große Unternehmen, die haben das Budget, irgendwas professionell zu machen. Als Solo-Selbstständiger sollte man nicht versuchen, das Rennen gegen Großkonzerne zu gewinnen, sondern sollte seine Stärken ausspielen. Und die eigene Stärke ist immer die eigene Persönlichkeit. Das ist das, was große Konzerne nicht haben. Von daher wäre es in meinen Augen immer ein Fehler, wenn man versucht, zu professionell zu sein, sondern vielleicht auch ein bisschen bewusst handmade, self-made aussehen zu lassen. Okay, verstanden. Dann hast du ja noch ein ganz großartiges Buch geschrieben, nämlich Selbstständig machen, der perfekte Start. Wie bist du zu der Entscheidung gekommen, dieses Buch zu schreiben und was hat es dir gebracht? Also auf die Idee bin ich gekommen, weil ich auf meinem Kanal über 500 Videos online hatte und natürlich gibt es relativ wenig Inhalte, die ich nicht schon irgendwo mal in 500 Videos angesprochen habe. Aber ich habe irgendwann mal angefangen mit dem Kanal, weil ich gesagt habe, ich helfe Leuten, die größten Probleme zu lösen. Und jetzt ist gefühlt das Problem, dass man vor einer Videowand, von einem Feed von 500 Videos schaut und braucht zigtausend Stunden, um das irgendwie zu überblicken. Und da haben viele Leute Schwierigkeiten, da einen roten Faden reinzubekommen und erstmal einen Überblick darüber zu gewinnen. Und da dachte ich mir, okay, da könnte halt ein Buch ganz spannend sein, weil in dem Buch ist tatsächlich erstens natürlich alles inhaltlich erklärt, sind Vorlagen dabei und so weiter, aber es sind tatsächlich auch an einigen Stellen immer QR-Codes, wo man dann in die Videos springen kann und sich dann die Videos anschauen kann. Das heißt, es ist der rote Faden, ausformuliert ein bisschen umfangreicher, noch praktischer als Arbeitsbuch wirklich, aber es ist vor allem der rote Faden mit allem, was meiner Meinung nach wichtig ist, wenn man sich selbstständig macht. Also mein Ziel war, die Leute sollen nach dem Buch alles wissen, was man auf jeden Fall wissen sollte als Selbstständiger. Nicht, was man wissen kann, aber was man auf jeden Fall wissen sollte, wenn man sich selbstständig macht. Und für mich war das natürlich auch super spannend, das Ganze einfach mal als ein Projekt, so 250 Seiten einmal zu Papier zu bringen. Das muss man wirklich wissen. Und nachdem ich fertig war mit dem Schreiben, hatte ich auch schon 50 neue Videoideen. Und hat es genau das gemacht, was du dir erhofft hast? Unterm Strich absolut. Ich bin ehrlicherweise auch überrascht, weil ein Buch ist kein gutes Geschäftsmodell, ehrlicherweise. Also man verdient als Autor an einem Buch nahezu gar nichts. Deswegen, man hört das immer wieder, der macht das nur fürs Geld. Ja, nee, so viel verdient man an einem Buch jetzt wirklich nicht. Ich bin aber überrascht, wie gut der Absatz aktuell ist. Damit hätte ich tatsächlich gar nicht gerechnet. Rein umsatzmäßig, ist jetzt kein Geheimnis, verdiene ich 500 bis 600 Euro pro Monat mit diesem Buch und kriege auch jetzt einige E-Mails, und zwar auch inhaltlich wirklich, ich würde mal sagen, fundiertere E-Mails als ein Social-Media-Kommentar. Und das ist Konversation, die ich spannend finde, wenn es nicht nur an der Oberfläche kratzt, wie es vielleicht in Social-Media-Kommentaren ist. Cool. Vielen Dank. Gerne.